Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Justin Fischer. Heute geht es um ein Programm, um ein Standardprogramm von meinem Acker-PC hier. Es geht um den Sound Recorder. Ja, ich habe ihn hier auf meinem Desktop. Leider kann ich ihn euch ja nicht zeigen, weil ich ja immer noch kein Programm habe, um ein Tutorial zu machen, um es euch so zu zeigen. Darum erkläre ich es euch jetzt einfach so. Also, den Soundrecorder findet ihr ganz einfach. Ihr geht einfach erstmal auf Start. Dann geht ihr auf alle Programme. Dann geht ihr auf, geht ihr bis ganz unten Zubehör. Wenn ihr dann bei Zubehör seid, dann geht ihr auf Systemprogramme. Wenn ihr dann auf Systemprogramme seid, dann findet ihr das. Da ist es. Dann könnt ihr es ganz einfach öffnen. Und dann, wenn ihr da auf den Soundrecorder klickt, könnt ihr mir auf den Desktop verknüpfen, das will ich machen. Dann ist das ganz einfach so ein kleiner länglicher Kasten. Geht ihr einfach auf Aufnahmen beginnt und dann könnt ihr einfach eure Stimme aufnehmen. Ja, und das war es eigentlich schon. Geht dann einfach, wie gesagt, auf Aufnahmen beginnt. Wenn ihr es dann nicht versteht, dann solltet ihr vielleicht jetzt noch weiter mein Video gucken. Dann könnt ihr mir jetzt nicht mehr zuhören, wenn ihr mehr wissen wollt. Also, ich lese euch jetzt mal vor. Mit dem Audio-Recorder können Sie Sounds aufnehmen und als Audiodatei auf den Computer speichern. Sie können den Sound von verschiedenen Audiogeräten aufnehmen, beispielsweise von einem Mikrofon, das an die Soundkarte des Computers angeschlossen ist. Welche Audioquelle Sie aufzeichnen können, hängt von den vorhandenen Audiogeräten und von den Eingabequellen der Soundkarte ab. Jo. So, gut. Ihr könnt jetzt auch, jeder Computer hat, also jeder Laptop hat, genau neben Kopfhöreranschluss auch einen, wie heißt es, fällt mir das Wort nicht ein, Mikrofonanschluss. Da könnt ihr auch ein Mikrofon anstecken und dann geht ihr auf Audio-Recorder und dann macht ihr das, was ihr damit machen wollt, ne? Einfach eure Stimme aufzeichnen. Jo, das war's dann auch. Das war ein kleines Tutorial. Nur halt nicht, wie ihr es kennt, weil ich ja kein Programm habe. Ich hoffe, ich finde noch eins. Wäre schön, wenn ihr mir weiterhelfen würdet damit. Bis zum nächsten Mal. Und das war eine neue Folge von Justin Fischer.